Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Dr. Naas gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Einzelplan 7 steht die Wirtschaftspolitik des Landes zur Aussprache heute. Das Jahr 2020 war für die hessische Wirtschaft sicherlich ein besonderes Jahr. Der größte wirtschaftliche Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg, Kurzarbeit, drohende Insolvenzen, Umsatzeinbrüche. 42% der Betriebe zittern um ihre Zukunft. Einschränkungen gab es in jedem Betrieb. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, da möchte ich mal die Gelegenheit nutzen. Heute ist so vielen gedankt worden, der Steuerverwaltung. Ich möchte mal der hessischen Wirtschaft danken, die in diesen Zeiten unsere Produktion in Hessen am Laufen hält. Und möchte der Kollegin Wissler an dieser Stelle widersprechen. Sie hat gestern gesagt, ja, die Wirtschaft müsste doch im Lockdown jetzt noch mehr beitragen. Nicht erforderliche Produktion könnte doch abgestellt werden. Ich bin heute stolz auf die hessische Wirtschaft und ihre Produkte. Und damit meine ich nicht nur Medizin und Impfstoffe, sondern auch die Güter des täglichen Bedarfs. Mitte März gab es ja Angst im ersten Lockdown. Die Nudeln könnten knapp werden und das Toilettenpapier. Aber die Wirtschaft hat sehr, sehr schnell reagiert, und die Läden haben sich auch sehr schnell wieder gefüllt. Und ich glaube, die hessische Verwaltung könnte sich da in Sachen Hygienekonzepte und Digitalisierung mal ein Scheibchen abschneiden. So schnell wie die hessische Wirtschaft reagiert hat, hat die hessische Verwaltung nicht reagiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das hat etwas mit der Marktwirtschaft in unserem Land zu tun und ihren Freiheiten. Wir haben alle Obstsorten vorrätig und 40 verschiedene Joghurts im Angebot. Bei der Kollegin Wissler würde es wahrscheinlich nur eine Sorte Joghurt geben, nachdem dann die Produktion, die nicht notwendige Produktion, eingestellt wird. Und Sie würden uns wahrscheinlich auch noch erklären können, warum dieser eine Joghurt auch noch ausverkauft ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte auch der Neiddiskussion bei den Plexiglasherstellern so ein bisschen entgegentreten, die sich auch gestern schon angedeutet hat. Es ist doch gut, dass es auch Gewinner in der Krise gibt, denn das sind die, die im Moment die Steuereinnahmen erwirtschaften, mit denen wir diese ganzen Programme finanzieren und bezahlen, die die Landesregierung auflegt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, es ist mir klar, dass es da Widerstand von der Linken gibt, aber ich bin froh, dass ich im marktwirtschaftlichen System lebe, und ich habe manchmal Sorge, dass wir immer mehr in staatswirtschaftliche Richtung gehen, und deswegen gehört das an die erste Stelle, das Einzelplan 7. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der schwersten Krise unseres Landes müssen wir den Wirtschaftsmotor am Laufen halten. Denn es geht um den Erhalt vieler Tausender Arbeitsplätze. Bisschen mehr Ruhe für den Redner, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Staat hat weitreichende Einschränkungen in der Wirtschaft beschlossen. Und ich sage, wer so in die Berufs- und Gewerbefreiheit eingreift, der hat auch eine besondere Verantwortung. Und zwar eine Verantwortung, hier Entschädigung zu leisten, eine besondere Verantwortung, die Struktur zu erhalten und Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Und da ist es kein Zufall, dass im Moment die eigentliche Wirtschaftspolitik ja im Finanzministerium stattfindet und nicht im Wirtschaftsministerium. Und es war ja auch Finanzminister Thomas Schäfer, der zunächst einmal die Bundesprogramme der Soforthilfe aufgestockt hat. Wir haben das nicht nur unterstützt, sondern ein eigenes Corona-Hilfegesetz vorgelegt, haben eigene Vorschläge gemacht, und die wurden ja auch zunächst belächelt. In der Novemberhilfe des Bundes hat sich dann gezeigt, die Umsätze zu entschädigen, ist vielleicht keine so schlechte Idee gewesen. Das ist genau die Systematik, die der Bund aufgegriffen hat, teilweise wortwörtlich. Und vielleicht sollten Sie Ihre Einstellung zum Corona-Hilfegesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, mal überdenken. Sie haben die Soforthilfe großzügig von 9.000 auf 10.000 Euro gestockt. Sie haben die Kreditprogramme der WIBank, die es schon gab, ausgeweitet. Sie haben einen Beteiligungsfonds geschaffen. Die gab es auch schon vorher. Und für den Rest noch mal eine Notfallkasse, 50 Millionen. Fertig ist die Laube. Minister Boddenberg hat immerhin reagiert. Sie, Herr Minister Al-Wazir, haben immer nur auf den Bund verwiesen. Ja, schade, dass die Novemberhilfe nicht kommt. Aber es ist mal wieder der Bund, eine einfache Position. Man hat durch Unterlassen auch Verantwortung zu tragen. Und wenn man hier an dieser Stelle nichts tut für die hessischen Solo-Selbstständigen, für die Betriebe, die wirklich noch notleidend sind und die durch jedes Raster gefallen sind, dann hat man auch eine Mitverantwortung für die verspätete Auszahlung der November- und Dezemberhilfe. Herr Minister,
Sie sind ein Meister im Erläutern fremder Programme. Da haben Sie jede Verästelung parat. Ich bin da immer wieder ganz überrascht. Aber vielleicht hätten Sie sich unseren Gesetzentwurf mal durchgelesen, dann hätten Sie auch bei Alarmstufe Rot-Demonstrationen Antwort geben können. Das war Ihnen aber alles egal. Geschwiegen haben Sie im Ausschuss sogar auf Nachfrage. Diese Form der Wirtschaftspolitik ist für die Ich-AG Tarek Al-Wazir nicht interessant, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, Sie haben das alles teuer eingekauft für die Zustimmung der Grünen zum Sondervermögen. Sie haben damit alle grünen Wohlfühlprojekte möglich gemacht. Und deswegen frage ich Sie, ob das wirklich Ihre Politik ist. Was die Grünen früher nicht finanziert bekommen haben, ist jetzt alles möglich. Die grüne Presseabteilung hatte auch schnell schöne Titel gefunden. Nachhaltig aus der Krise, der neue Hessenplan, die Krise nicht, der Krise nicht hinterher sparen. Aber so nachhaltig, wie der Kollege Wagner das gestern behauptet hat, ist ja die Politik gerade nicht der Grünen in Hessen. Nichts haben Sie für die Solo-Selbstständigen getan, für die Automobilbranche, für den Flughafen. Ich frage mal, wo bleibt denn der Infrastrukturbeitrag des Bundes? Nichts für echten Klimaschutz, ein marktwirtschaftliches System der CO2-Bepreisung hätte geholfen. Aber seit dem Eintritt der Grünen in die Regierung steigt ja der CO2-Anteil. Die Radwege kommen nicht voran. Letztes Jahr haben sie 3,6 Kilometer gebaut entlang der Landesstraße. Viel haben sie angekündigt, sicherlich. Sind jetzt 7 Jahre, Kollege Frömmrich, an der Regierung. Ich weiß nicht, wie oft ich mir das noch anhören muss. Wahrscheinlich noch nach 20 Jahren. Da werden sie, ich weiß nicht, ob Sie noch Minister des Vormärzes ausgraben wollen, die Liberale waren, um irgendetwas zum Thema Radwege zu sagen. Und dann kommen wir mal zu zwei weiteren wichtigen Themen, die wir immer wieder ansprechen, nämlich das Thema synthetische Kraftstoffe am Flughafen. Kursorische Lesung, bis heute keine Zahlen, wie viel eigentlich in der Anlage, die da projektiert ist, dann auch produziert werden sollen. Wasserstoffstrategie für Hessen, Fehlanzeige oder, wie Sie sagen würde, alles in Bearbeitung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ministerpräsident hat gestern davon gesprochen, man habe die Mittel für den Straßenbau in Hessen erhöht. Ich weiß nicht, welchen Hessenplan Sie ihm da hingelegt haben. Vielleicht den Hessenplan von Georg August Zinn, denn da wurden noch neue Landesstraßen gebaut. Nächstes Jahr gehen die Gesamtinvestitionen im Straßenbau von 211 auf 160 Millionen zurück. Das ist ein Tiefstand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und diesen Tiefstand sehen Sie auch an der Investitionsquote insgesamt in Hessen. Der Kollege Eckert hat es angesprochen. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, statt vieler großer Projekte, viele, viele kleine, teuer erkaufte PR-Gags, die gerade nicht nachhaltig sind. Minister Al-Wazir lebt in einem grünen Paralleluniversum und die CDU schaut zu. Und ich frage Sie noch einmal, Kolleginnen und Kollegen von der CDU, wollen Sie das wirklich? Landstromanschlüsse für Binnenschifffahrt, 2,5 Millionen. Was kommt denn da als nächstes? Die Oberleitung über den Main, ELISA für Binnenschiffe? Ist das jetzt in der Krise notwendig? Digitale Vogelerfassungssysteme für Windräder, 1 Million. Ist das jetzt in der Krise notwendig? Die IAA ist weg, aber 500.000 für eine Party nach der Fashion Week, kreative Maßnahmen nennen Sie das, der eigentliche Umzug kostet 1 Million. Ist das jetzt in der Krise notwendig? Extraförderung für Lastenfahrräder beim totalen Boom des Fahrradmarktes. Bestens für die eigene Klientel. Aber ist das jetzt in der Krise notwendig? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen Sie das wirklich? Ist das Ihre Politik? Und ich komme mal zur Landesenergieagentur. 4 neue Stellen, insgesamt mittlerweile 38 Mitarbeiter. 13 Millionen Euro reine Personalkosten, fast nur Personalkosten. Beratungsleistung auf Nachfrage in der kursorischen Lesung. Nicht bezifferbar. Wir haben dann nachgefragt, und da hieß es, ja, das sei aber keine investive Information, die da geleistet würde, das hätte ich ja erwartet, sondern eine Impulsberatung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine Impulsberatung in dieser Krise notwendig? So, und jetzt komme ich zum grünen Ministerium selbst. Ihr ständig wachsendes Ministerium ist mittlerweile so teuer wie das gesamte investive Landesstraßenbauprogramm in Hessen, knapp 124 Millionen Euro.
16 Stellen ziehen Sie von Hessen Mobil ab, direkt ins Ministerium, natürlich mit einer Beförderung auf A15. Ihre Stellenanzahl im Ministerium allzeit hoch. Ihre Sachverständigenausgaben im Ministerium allzeit hoch. Ihre Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit im Ministerium allzeit hoch, in 2 Jahren vervierfacht. Und da dürfen Sie sich nicht wundern, da kommen Broschüren raus, wo wir wirklich staunen. Und das schönste Stück habe ich mal mitgebracht. Grünes Glück vor der Tür, die Weltgrüner Vorgärten, hier eine amtliche Broschüre des Ministeriums. Natürlich vom Minister, und da gibt es dann Pflanztipps sogar mit Hinweisen, was die Pflanzen kosten. Aber die Krönung für mich ist hier das Kochrezept für die Frankfurt. Das ist Ihr Bild drin. Ich kann es Ihnen gerne zeigen. Das ist Ihr Bild drin. So, kommt aus Ihrem. Das nächste Mal zeigen Sie das bitte erstmal der Präsidentin. Ne? Gut. Frankfurter grüne Soße. Kochrezept für Hessen. In der Tat, ich sage Ihnen, Frankfurter grüne Soße kochen ist nicht Staatsaufgabe und die Rezepte dazu auch nicht. Das kann meine Oma besser, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt noch mehr dieser Broschüren. Habt noch mehr auf Lager. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Geld, was hier ausgegeben wird, wird uns an anderer Stelle in Zukunft fehlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wann machen Sie diesen Projekten ein Ende und wann kehren Sie wieder zu einer wirklichen Wirtschaftspolitik im Wirtschaftsministerium zurück? Hessen hätte es verdient. Die CDU sollte sich fragen, wie lange sie das noch mitmacht. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Naas. Als nächstes hat sich die Fraktionsvorsitzende der Linken, Frau Abg. Wissler, zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir stecken inmitten einer globalen Pandemiekrise, und das beeinträchtigt natürlich gerade auch das Wirtschaftsressort, den Einzelplan 07, ganz immens. Und wir haben gestern anlässlich der Regierungserklärung schon ausführlich über die Corona-Situation in Hessen diskutiert. Dennoch möchte ich heute noch einmal speziell das Augenmerk darauf legen, auf die ökonomische Situation der Menschen in diesem Land, weil die ist in vielen Teilen dramatisch. Und deswegen nur zu Beginn, Herr Dr. Naas, weil Sie sich ja jetzt sehr lange in Ihrer Rede mit mir auseinandergesetzt haben. Dabei bin ich gar nicht Wirtschaftsministerin von Hessen, also zumindest noch nicht. Wenn ich es wäre, Herr Dr. Naas, kann ich Ihnen zusichern, dass ich Ihnen das reichhaltige Angebot an Joghurt nicht verwehren will, aber ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass Sie nur noch linksdrehenden Joghurt bekommen, wenn ich das Wirtschaftsministerium führe. Und ich will nur noch vorneweg sagen, weil das hatten Sie ja auch kritisiert, als ich gestern gesagt habe, wir dürfen nicht nur über die Privatsphäre reden bei den Corona-Einschränkungen, sondern wir müssen auch über das Arbeitsleben reden und Sie das hier als wirtschaftsfeindlich dargestellt haben. Wenn man den Schutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz fordert, wenn man sagt, wir müssen unnötige Wege reduzieren und die Menschen davor schützen, dass sie viel Zeit im ÖPNV verbringen, wenn man sagt, wir brauchen nicht nur eine freundliche Bitte, dass Homeoffice dort eingesetzt wird, wo es möglich ist, sondern wir brauchen eine Verpflichtung auch dafür. Und wenn man sagt, natürlich muss man in der dramatischen Situation, die wir gerade haben, und die Todeszahlen 590 Tote in den letzten 24 Stunden, dann muss man die Frage natürlich stellen, wie können wir auch im Arbeitsleben und in den Betrieben die Menschen schützen. Und das ist nicht wirtschaftsfeindlich, sondern das ist ein Schutz der Beschäftigten. Und gerade das, was doch die FDP die ganze Zeit fordert, nämlich immer nur hier ein bisschen schließen und dann wieder lockern, das sorgt doch dafür, dass es einen immensen wirtschaftlichen Schaden gibt, weil sich die Krise immer weiter hinzieht und die Pandemie und die Zahlen immer weiter steigen. Und deswegen, ja, setzen wir uns ein für eine Regulierung am Arbeitsplatz und für den Schutz der Beschäftigten am Arbeitsplatz. Und dazu gehört die Reduzierung von unnötigen Kontakten, meine Damen und Herren. Aber jetzt zum Einzelplan selber. Immer noch sind Hunderttausende
Beschäftigte in Hessen in Kurzarbeit, davon viele durchgehend seit Frühjahr, manche nun erneut. Laut einer Studie des WSI hatten mehr als die Hälfte der Beschäftigten mit einem monatlichen Nettoeinkommen unter 2.000 € mit Einbußen von über 25% zu kämpfen. Bei ca. jedem Zehnten brachen mehr als 50% des Einkommens weg. Und ich will noch einmal sagen, Frauen sind ganz besonders häufig davon betroffen, weil Frauen überdurchschnittlich oft zu Niedriglöhnen arbeiten. Und es waren auch die Frauen, die an vielen Stellen die wegfallende Kinderbetreuung kompensieren mussten. Und deswegen will ich noch einmal sagen, es würde dem Corona-Kabinett gut anstehen, wenn eine einzige Frau darin vertreten wäre. Und es würde dem hessischen Wirtschaftsministerium gut anstehen. Und ich finde, das ist im 21. Jahrhundert auch nicht zu viel verlangt, wenn es mal eine Abteilungsleiterin gäbe oder mal eine weibliche Staatssekretärin in diesem Ministerium. Herr Al-Wazir, Sie hatten ja erst 7 Jahre Zeit, das durchzusetzen. Viele Wirtschaftsbereiche unterliegen einem dramatischen Nachfrageeinbruch, etwa Reisebüros, Busunternehmen, Schausteller, Cateringfirmen und natürlich der gesamte Kultur- und Veranstaltungsbereich. Und es sind in diesen Branchen ganz besonders die Solo-Selbstständigen, die durch die Raster fallen. Die haben häufig von den Soforthilfen nicht profitieren können und haben keine großen Rücklagen. Und diese unternehmerisch Tätigen ohne nennenswerte Fixkosten, denen vielleicht ihre Tätigkeit nicht untersagt wurde, aber die de facto keine Aufträge mehr haben, diese Menschen fallen in Scharen in die Grundsicherung, oft bei gleichbleibenden Lebenshaltungskosten. Bei den Schauspielern zum Beispiel ist die Lage verheerend, gerade bei denen, die sich auf Weihnachtsmärkte spezialisiert haben. Hier droht ja nicht einfach das Geschäft eines Monats wegzufallen, sondern wirklich das ganze Jahresgeschäft. Und das Land muss hier, das haben wir auch im Frühjahr schon gesagt, hilfsweise eintreten, um Förderlücken zu schließen, um den Leuten zu helfen, die durch diese Förderlücken fallen und auch jetzt durch die November- und die Dezemberhilfen überhaupt nicht berücksichtigt sind, meine Damen und Herren. Weil natürlich ist es zu befürchten, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer das Handtuch werfen, sobald die Anzeigepflicht für Insolvenzen wieder in Kraft tritt. Und dann stehen viele Arbeitsplätze, die mit viel Geld gerettet wurden in diesem Jahr, zu Recht mit dem Kurzarbeitergeld, stehen dann auf der Kippe. Und wenn man jetzt sieht, dass die Novemberhilfe, die der Bund zugesagt hat und die eigentlich Novemberhilfe heißt, vermutlich erst in einigen Fällen im Januar, in den meisten Fällen im Januar erst ausgezahlt wird und es immense Probleme gibt. Ja, weil es sollte zwar Abschlagszahlungen geben, aber die sind zum Beispiel bei vielen Gastronomiebetrieben auch noch nicht angekommen. Und das ist natürlich eine Katastrophe für die Leute, weil die ja sowieso schon schlechte Monate hinter sich haben und jetzt bleiben die zugesagten Hilfsmaßnahmen auf und nicht mal die Abschlagszahlungen kommen. Und da muss ich sagen, ich kritisiere ja immer viel, aber Herr Minister, da muss ich sagen, das hat das Land im Frühjahr deutlich besser organisiert. Die Auszahlung dieser Gelder, das lief deutlich besser im Frühjahr, als das Land dafür verantwortlich war und als die Beschäftigten im Regierungspräsidium da die Osterfeiertage durchgearbeitet haben. Deswegen noch einmal herzlichen Dank für diesen großartigen Einsatz im Frühjahr an die Beschäftigten in den Regierungspräsidien diese Anträge bearbeitet haben. An der Stelle hätte ich eine Frage, Herr Minister. Ich weiß, dass es nicht nur halb Ihr Zuständigkeitsbereich ist. Ich hätte das auch gestern gefragt, aber da lag uns ja die Eskalationsstufen noch nicht vor von dem, was der Ministerpräsident gestern verkündet hat. Ich habe mich nur gerade gefragt, weil jetzt bei den Inzidenzen von 200 und den Ausgangsbeschränkungen ganz viele Ausnahmefälle angeführt sind, aber das Thema, aber zum Beispiel Einkaufen ist überhaupt nicht, Einkaufen ist nicht erwähnt. Mich würde einfach an der Stelle mal interessieren, und das ist ja vielleicht auch für viele Beschäftigte von Relevanz, wenn man ab 21 Uhr es eine Ausgangssperre gibt, Einkaufen nicht als quasi Ausnahme in der Verordnung drinsteht, ob das dann bedeutet, dass z.B. die Supermärkte um 21 Uhr schließen müssen. Das ist ja eine relevante Information auch für die Beschäftigten dort. Wenn es so ist, aber das wäre eine Frage, die ich gerne einfach beantwortet hätte. So, meine Damen und Herren, im Oktober, ich will zu der Frage Ausbildung noch etwas sagen, weil im Oktober haben knapp 6.000 junge Menschen in Hessen einen Ausbildungsplatz gesucht. Und der zweite Lockdown droht natürlich auch hier die Lage zu verschärfen. Und die Landesregierung muss ihre Bemühungen verstärken, um hier eine verlorene Generation zu verhindern und um die Auszubildenden aufzufangen, deren Unternehmen jetzt in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken.
Und natürlich, das habe ich gestern gesagt, auch schon gesagt, dass es in dieser Krise auch profitable Unternehmen gibt, die Massenentlassungen und Werksschließungen planen. Das ist eine Unverschämtheit. Und wir wünschen den Beschäftigten bei Hitachi, ABB, bei Continental, bei der Lufthansa, die jetzt um ihre Arbeitsplätze kämpfen, viel Erfolg und einen langen Atem. Und wir würden uns wünschen, dass die Landesregierung sich ganz deutlich an die Seite dieser Beschäftigten stellt und deutlich macht, dass sie sich für den Erhalt dieser Arbeitsplätze einsetzt, meine Damen und Herren. Das Thema Klimakrise ist ein Thema, das sehr, sehr stark mit dem Verkehrsbereich zusammenhängt. Und nun haben wir die Situation, dass der ÖPNV im Ballungsbereich weiterhin überlastet ist. Auf dem Land ist er zu dünn, das Angebot zu unattraktiv, die Preise zu hoch. Deshalb schlagen wir als Teil auch unseres Neustartprogramms und als Teil eines unserer Änderungsanträge ein 300-Millionen-Programm für die ÖPNV-Infrastruktur vor. Wir brauchen einen Angebotsausbau, wir brauchen Preissenkungen. Bürgerbusse und Mitnahmebänke sind kein verlässliches Mobilitätsangebot. Statt Autobahnen und Flughäfen auszubauen, brauchen wir einen Ausbau des ÖPNV, und wir brauchen dringend die Verkehrswende, meine Damen und Herren. Und bereits angesprochen wurde, dass es einen umfangreichen Personalumbau bei Hessen Mobil gibt durch die privatrechtliche Umgestaltung der Autobahnen zum Jahreswechsel. Ich will noch einmal sagen, wir haben damals als LINKE deutlich gemacht, wir halten diese Autobahngesellschaft für einen Fehler. Wir halten sie für falsch, weil sie privatrechtlich organisiert ist. Und wir waren auch schon dagegen, als noch nicht klar war, dass keine der Niederlassungen nach Hessen kommt, sondern Hessen auf drei Bundesländer aufgeteilt wird. Und dass es hier nicht so gut läuft, wie Herr Kasseckert ja auch deutlich gemacht hat, zeigt, dass das kein sinnvolles Projekt war und dass es sinnvoller gewesen wäre, wenn die Landesregierung und Bundesrat dem nicht zugestimmt hätte, meine Damen und Herren. Ich möchte noch auf ein Thema eingehen, und das ist das Thema Wohnen und Mieten, weil das ist gerade in Krisenzeiten existenziell. Und hier überschlägt sich ja der zuständige Minister mit Eigenlob. Allein in der letzten Woche hat Ihr Ministerium 4 Presseerklärungen herausgegeben, um der Welt zu verkünden, wie großartig Sie Ihre Arbeit machen. Ja, Immobilienkonzernen gefällt das. Aber für die meisten anderen Menschen gibt es ein entscheidendes Problem bei ihrer Selbstinszenierung, nämlich dass ihre Realität eine andere ist. Die Mieten steigen und steigen und steigen, und man findet in den Städten und nicht nur in den Städten keine bezahlbare Wohnung als Normal- oder Geringverdiener oder als Studierender oder als Rentner. Die Zahl der Sozialwohnungen nimmt von Jahr zu Jahr ab, und das Menschen auf der Straße oder in überbelegten Wohnungen leben müssen, während gleichzeitig ganze Häuser leer stehen, immer neue Luxuswohnungen entstehen und immer Immobilieninvestoren riesige Profite erwirtschaften. Das zeigt auch die soziale Spaltung, und das ist die Realität am Wohnungsmarkt in Hessen. Und wenn Sie sich an die Redezeit halten wollen, wäre jetzt Zeit für den letzten Satz. Wir haben ein bisschen Puffer. Ja. Das ist eine schöne Frage, ob man sich an die Redezeit halten möchte. Ja, ich mache noch, führe noch ein paar Minuten aus, aber vielen Dank, dass Sie mir Bescheid gesagt haben. Am Ende trifft es ja dann sowieso wieder mich. Durch die Pandemie, was die Redezeit angeht, ich bin ja die. Durch die Pandemie hat sich die Situation für viele Mieterinnen und Mieter natürlich verschärft, weil wer seine Miete vorher kaum zahlen konnte, der kann sie mit Kurzarbeitergeld erst recht nicht bezahlen. Und deswegen häufen sich die Mietschulden aus, und es drohen Zwangsräumungen im schlimmsten Fall und Wohnungsverlust. Und da ist die Frage, was tut denn die Landesregierung in dieser Situation? Und sie tut nichts, was darauf hindeutet, dass sie den Ernst der Lage erkannt hat. Weder kümmern sie sich um das Problem der Mietschulden durch Corona, da wäre die Frage, ob man einen landesweiten Mietschuldenfonds macht, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung zu verlieren, oder eben eine grundlegende Veränderung in der Wohnungspolitik in Angriff zu nehmen. Beim Thema Mieterschutz, ja, da wird der Geltungsbereich der Mietpreisbremse und andere Regelungen ausgeweitet, aber Städte wie Hanau, Gießen, Kassel, Oberursel sind weiterhin oder nicht mehr dabei bei der Mietpreisbremse, und das verstehen ja nicht einmal Ihre Parteikollegen und Kolleginnen vor Ort. Und an wirklich schärfere wirksame Maßnahmen, ein echtes Wohnraumzweckentfremdungsverbot, einen sofortigen Mietenstopp, die Einführung eines echten Mietendeckels nach Berliner Vorbild, an all diese Maßnahmen gehen Sie nicht ran. Und auch eben beim Thema Mietschuldenfonds habe ich zumindest noch keinen Vorschlag von Ihnen gehört, Herr Minister. Und auch das Thema soziale Wohnraumförderung. Es ist noch immer nicht gelungen, den massiven Abbau von Sozialwohnungen zu stoppen, geschweige denn wirklich umzukehren. Mittlerweile haben wir nicht einmal mehr 80.000 Sozialwohnungen in Hessen. Und bis 2024 werden noch einmal 9.000 aus der Bindung fallen.
Und die Landesregierung freut sich, wenn die Zahl der Sozialwohnungen am Ende des Jahres gerade mal um ein paar hundert und nicht um ein paar tausend fällt. Letztes Jahr wurden in Hessen gerade mal 618 sozial geförderte Wohnungen fertiggestellt. 618 in einem Jahr. Und das ist doch wirklich ein Armutszeugnis. Und da passiert überhaupt viel zu wenig in diesem Bereich. So werden Sie die Wohnungskrise nicht lösen, Herr Minister. Und hier wäre dringend ein Politikwechsel erforderlich. Beim Thema Energiewende geht nichts voran. Die viel zitierten 4 Windräder, die im letzten Jahr in Betrieb gegangen sind, sind viel zu wenig. Ich gebe zu, da ist die Bundespolitik und die Änderungen am EEG nicht hilfreich. Aber es gibt eine ganze Menge Dinge, die Sie auch in Landesverantwortung ändern können. Zum Beispiel, um mal eins zu nennen, die Mindestwindgeschwindigkeiten, die die FDP mal in den Entwicklungsplan geschrieben hat, die könnten Sie seit langem geändert haben. Das ist eine bürokratische Hürde. Das erschwert den Ausbau der Windenergie. Das könnte man zum Beispiel korrigieren. Weil wenn man eben die Abstandsregelungen hat und noch die Mindgeschwindigkeiten, dann hat man halt Probleme, auf 2% der Landesfläche zu kommen, was ja eigentlich mal das Ziel war, meine Damen und Herren. Also zusammengefasst, es ist notwendig, die sozialen Folgen der Krise abzufedern, bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, bei den Azubis, bei den Mieterinnen und Mietern. Es ist notwendig, diese Krise zu nutzen für einen sozial-ökologischen Umbau, also nicht veraltete Technologien zementieren, also nicht an verfehlten und veralteten Verkehrskonzepten festhalten, sondern die Verkehrs- und die Energiewende gestalten. Und davon ist in diesem Haushalt viel zu wenig zu spüren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Wissler. Für die Landesregierung hat Staatsminister Al-Wazir gleich das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin ein wenig überrascht über die Wortbeiträge der Oppositionsfraktionen in diesem Hause, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil ich mich manchmal gefragt habe, in welchem Land Sie eigentlich leben. Also Hessen kann es nicht sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hessen kann es nicht sein. Und ich bin ja auch gewohnt daran, dass die SPD manchmal zu spät dran ist, aber dass Frau Löber hier zum Einzelplan 7 die Rede zum Digitalministerium hält, das hat selbst mich überrascht. Ich darf mal darauf hinweisen, ich bin nicht im Ältestenrat. Ich habe die Tagesordnung nicht festgelegt. Dass eine Generaldebatte um 19.30 Uhr beginnt, war nicht meine Entscheidung. Aber das wäre gestern der richtige Zeitpunkt gewesen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen kann ich Ihnen an dieser Stelle nur sagen, ich verstehe manchmal nicht, was Sie hier für ein Bild zeichnen, weil ich glaube, dass es der Lage wirklich nicht gerecht wird, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der wir uns befinden. Und wenn ich schon dabei bin, lieber Kollege Eckert, Sie haben ja gesagt, meine schärfste Waffe wäre Staatssekretär Philipp Nimmermann. Also ich will mal sagen, die SPD wäre froh, wenn sie so eine scharfe Waffe hätte. Also ein halber Nimmermann wäre immer noch ein doppelter Günther Rudolph, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich bin wirklich sozusagen, bei manchen Debatten frage ich mich wirklich, sozusagen, an was Sie sich festhalten und sozusagen mit welchen Punkten Sie sich beschäftigen, mit Rezepten zur grünen Soße. Herr Naas, die wird übrigens nicht gekocht, sondern höchstens die Kartoffeln dazu. Aber offensichtlich haben Sie das Rezept dringend nötig. Ich bin wirklich überrascht, und auch Kollegin Wissler, Stichwort Frauen im Wirtschaftsministerium. Einfach mal, wir müssen die Öffentlichkeitsarbeit noch weiter verstärken. Gucken Sie einfach mal aufs Organigramm und halten Sie Ihren Blick weiter drauf. Da werden Sie schlauer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, im Ernst, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will, obwohl wir hier über den Einzelplan 7 und das Jahr 2021 reden, doch noch einmal, weil es der Lage angemessen ist, aufs Jahr 2020 zurückschauen. Es ist das Jahr der Corona-Pandemie mit wirklich schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen.
und wir waren in den letzten 8 Monaten Tag und Nacht daran, diese Folgen in irgendeiner Form zu managen und soweit es irgendwie möglich und gesundheitlich verantwortbar ist, auch zu minimieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben im März die Soforthilfen innerhalb von 17 Tagen auf den Weg gebracht, von Ankündigung der Bundesregierung 13. März bis Auszahlung 30. März. Das will ich an dieser Stelle mal sagen. Und wenn man das vergleicht mit den Novemberhilfen, die der Bund organisiert, das ist schon gesagt worden, dann zeigt sich, dass die Landesverwaltung in Hessen wirklich gezeigt hat, was sie kann. Was sie kann. Ein wirklicher Kraftakt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Regierungspräsidium Kassel, ein Kraftakt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt bei den Überbrückungshilfen im Regierungspräsidium Gießen, den anderen Regierungspräsidien, die da immer dabei helfen, der Finanzverwaltung, den beteiligten Ressorts, Finanzen, Innen, Wirtschaft. Und ich will das an dieser Stelle mal sagen. Ich bin da sehr dankbar dafür, dass wir so engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die wirklich seit Mitte März teilweise Tag und Nacht und Wochenends arbeiten. Und ich hoffe, dass viele von Ihnen diese Debatte hier nicht gesehen haben, weil sie ihrer Arbeit nicht gerecht wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil sie ihrer Arbeit nicht gerecht wird und weil sie auch der Krise nicht gerecht wird. Wir haben das Sondervermögen auf den Weg gebracht und im Bereich des Wirtschaftsministeriums den neuen Hessenplan für Hessens Wirtschaft. Und ich will das mal sagen. Der Hessenfonds, die Notfallkasse, die Mikroliquidität von der WI-Bank, tausendfach hat das dafür gesorgt, dass Arbeitsplätze gesichert werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jeden Tag arbeiten da Menschen auch bei der Förderbank daran, Firmen dabei zu unterstützen, Arbeitsplätze in dieser Krise zu erhalten und zu sichern. Wir haben den öffentlichen Personennahverkehr mit Millionenbeträgen unterstützt, damit trotz Wegbrechen der Fahrgeldeinnahmen das Angebot weiter aufrechterhalten kann. Auch das ist übrigens eine große Unterstützungsleistung des Landes für die Kommunen, weil die sind nämlich Aufgabenträger in Hessen. Das will ich an dieser Stelle ausdrücklich mal sagen. Aber wir machen das gerne, weil wir sicher sind, dass es gut angelegtes und dringend nötiges Geld gibt. Und weil ich sicher bin, dass, wenn die Krise vorbei ist, der ÖPNV diese Rolle, diesen Aufwärtstrend, den er in Hessen in den letzten Jahren genommen hat, auch genau da wieder anschließen wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben im Haushalt 2021 die Neuaufstellung von Hessen Mobil. Und am 1. Januar wird es eine Zäsur geben, nämlich der Übergang der Auftragsverwaltung der Autobahnen auf die Autobahn GmbH des Bundes. Die war seit den 50er Jahren im Auftrag des Landes Hessen. Und natürlich wird das eine Neuaufstellung von Hessen Mobil geben. Und wir wollen das mit einer verbesserten Personalausstattung verbinden, 105 Stellen beginnend im nächsten Haushalt, damit die Sanierungsoffensive im Landesstraßenbau fortgesetzt werden kann, damit das Radwegeprogramm fortgesetzt werden kann. 14 Neubeginne, Herr Naas, da hätten Sie in Ihrer Zeit von geträumt, als Sie im Ministerium waren. Also insofern, wir werden an dieser Stelle eine neue Aufgabe auch bekommen, und Sie werden sehen, dass ich sicher bin, dass in diesem Jahr des Übergangs am Ende das Hessen Mobil für die verbleibenden Aufgaben noch stärker aufgestellt werden kann. Wir sind bei der Digitalisierung, und zwar in dem Bereich im Einzelplan 7, liebe Kolleginnen und Kollegen, mehr Geld für die kleinen und mittleren Unternehmen in der Abfolge Digi-Check, Digi-Beratung, Digi-Zuschuss, fast 5 Millionen € mehr für kleine und mittlere Unternehmen, um sie bei der Digitalisierung zu unterstützen. Wir werden den Tourismusbereich mit Millionenmitteln digitalisieren. Wir werden dort die digitale Präsentation der Destinationen stärken. Wir werden dort nicht nur Marketinganalysen finanzieren, sondern auch das Marketing insgesamt verbessern und digitalisieren. Das ist ein Bereich, der gerade schwer zu kämpfen hat, weil wir ja alle sagen, minimiert Kontakte, verreist nicht. Aber ich bin mir auch sicher, dass, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, es einen großen Wunsch der Menschen geben wird, zu verreisen. Und dann wollen wir bereitstehen, um am Ende die Strukturen auch zu stärken und zu unterstützen. Da bin ich mir sicher, dass das sehr gut angelegtes Geld im nächsten Jahr ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich weiß überhaupt nicht, warum Sie sich so über die Fashion Week lustig machen.
Ich weiß es wirklich nicht. Sie wollen nicht wissen, wie meine Kollegin in Berlin mich an dem Tag angerufen hat und mich freundlich beschimpft hat, zu sagen, was uns da gelungen ist. Wir haben es geschafft, etwas nach Frankfurt zu bringen, was über Jahre mit Berlin verbunden war und, Entschuldigung, globale Aufmerksamkeit hat. Globale, nicht nur Deutschland- oder europaweite, globale Aufmerksamkeit. Und wenn wir das gut machen und wenn wir da nicht nur die Fashion Week in der Messe hinbekommen, sondern auch die Kreativwirtschaft in der Region einbinden, dann kann das eine Chance sein, wenn wir sie gut nutzen, die wirklich lange, lange nachwirken wird. Und dann können wir noch froh sein, dass uns das dann im Jahr 2021 gelungen sein wird. Wir fördern Start-ups. Wir verdoppeln die Start-up-Förderung. Wir machen, und an dieser Stelle will ich es noch einmal sagen, weil es auch hier angesprochen wurde, ich frage mich manchmal, wir reden über einen Einzelplan, offensichtlich hat kaum einer reingeschaut. Wir werden die Ausbildungsplatzförderung, die auf einem dramatisch hohen Niveau jetzt schon war, Stichwort Hauptschülerprogramm und Ähnliches, wo wir auch dieses Jahr immer noch einmal nachgelegt haben, Wirtschaft integriert mit allem, was dazu, noch einmal verstärken im Kernhaushalt und zusätzlich obendrauf legen aus dem Hessenplan, aus dem Sondervermögen, die Förderung der Verbundausbildung, weil eben keine Generation Corona entstehen darf. Also bitte schauen Sie doch einmal in die Einzelpläne, wenn wir schon eine Einzelplanberatung machen. Die Kollegin Wissler nicht, andere schon. Wir wollen das ausdrücklich stärken, weil wir sicher sind, dass im nächsten Jahr hoffentlich die Wirtschaftsleistung wieder anziehen wird, aber manche Probleme, Stichwort Insolvenzen und Ähnliches, erst kommen werden. Und dass eine Firma, die sozusagen ein schweres Jahr hinter sich hatte, erst einmal anfängt zu warten, ob sie noch einmal einen neuen Ausbildungsplatz schafft, das ist völlig klar. Und an dieser Stelle wollen wir genau im Jahr 2021 unterstützen, damit möglichst viele Ausbildungsplätze angeboten werden und möglichst viele junge Leute eine Ausbildung beginnen können, damit genau das nicht passiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich will Stichwort Energiewende nur einen Punkt sagen. Jahrelang habe ich mir in der letzten Legislaturperiode angehört, dass unser Ziel der Verdoppelung der erneuerbaren Energien beim Strom unerreichbar ist. Ich habe Ihnen gesagt, wir haben es letztes Jahr erreicht. Wir haben es erreicht, von 12,5% in Hessen erzeugter erneuerbaren Stroms sozusagen des Bruttostromverbrauchs auf 25%, 24,9. Jetzt können Sie sagen, fehlt 0,1. Wenn der SPD nur 0,1% fehlen würde, wäre sie froh, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, wir haben das erreicht, und wir gehen ans nächste Verdoppelungsziel, nämlich die Verdoppelungsquote sozusagen bei der Sanierung von Wohngebäuden, weil das ein Bereich ist, in dem ein Drittel der Energie in Hessen verbraucht wird und in den Privathaushalten 80% für Heizen und Warmwasser. An dieser Stelle gibt es noch viel zu tun. Da wollen wir die Bürgerinnen und Bürger unterstützen bei unserem Wärmeeffizienzprogramm, bei der Wärmewende, die jetzt angesagt ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass die durchschnittliche Redezeit der anderen jetzt rum ist. Ich bin gleich durch, Frau Präsidentin. Das hilft im Übrigen auch nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch der Wirtschaft und dem regionalen Handwerk, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch das ist ein Beitrag als Antwort auf die Corona-Pandemie, wo wir Klimaschutz und Wirtschaftsprogramm verbinden. Und genau das ist jetzt angesagt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beim Wohnen haben wir noch zweimal große Debatten hier zu zwei Gesetzentwürfen. Ich will nur so viel sagen. Wir haben in diesem Jahr so viele Anmeldungen im sozialen Wohnungsbau wie seit 2009 nicht mehr. Wir drehen diesen Tanker gerade. Und ja, liebe Kollegin Wissler, letztes Jahr gab es dann in Hessen unter dem Strich, ich glaube, 550 Sozialwohnungen weniger. Ja. Ich will, dass das endet und dass wir das drehen. Aber wissen Sie, in Berlin, wo die Linkspartei die Senatorin stellt, gab es nicht 500 Wohnungen weniger, sondern 20.000 Sozialwohnungen weniger im Jahr 2019. Und insofern, wissen Sie, Sie kritisieren und reden sozusagen in Ihrer eigenen Welt, und wir arbeiten schlicht an dem, was wir uns vorgenommen haben, und an der Lösung der Probleme. Wir haben ja heute Morgen eine Umfrage bekommen. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Ich sage einmal, seit der letzten Landtagswahl CDU plus 7, Grüne plus 2,
SPD minus 1, FDP minus 0,5, Linke minus 1, AfD minus 5. Halten Sie weiter. Solche Reden hat ja bisher super funktioniert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Mir liegt noch eine Wortmeldung zum Einzelplan 07 von der SPD-Fraktion Frau Löber vor. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Staatsminister, gestern bei der Generaldebatte ist das Thema Digitalisierung nicht explizit aufgenommen worden, auch nicht von Ihrem Ministerpräsidenten. Ich war bei der Debatte bis zum Ende anwesend, finde deswegen Ihre Bemerkungen etwas unpassend. Uns war es wichtig, das Thema Digitalisierung hier im Zusammenhang mit Wirtschaft noch einmal aufzunehmen. Mobilfunkausbau, Breitband, auch Sie haben eben kleine, mittlere Unternehmen angesprochen, für die das essentiell wichtig ist. Ich denke, dieser Zusammenhang ist hier gegeben, und Sie sollten jeder Fraktion vielleicht überlassen, was sie zu welcher Thematik hier beiträgt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Löber. Zur Tagesordnung der Abg. Rudolph. Ja, ich habe es gesehen. Draufdrücken mal. Frau Präsidentin, wir bitten dann mal um einen Protokollauszug der Rede des Herrn Ministers, der in der ihm bekannten Arroganz meint, Abgeordnete beleidigen zu müssen, dass wir das in der nächsten Sitzung des Ältestenrates besprechen können. Ist mir nicht bekannt, aber einen Protokollauszug können wir natürlich gerne machen. Damit sind wir am Ende des Einzelplans 07.